So, ich glaube, ohne Handschuhe geht nichts mehr jetzt, oder? Ich wollte gerade sagen, wenn Sie noch nicht aus dem Haus waren und jetzt gleich müssen, Handschuhe, Schal, Mütze wäre nicht schlecht. Ja. Definitiv. Ne? Ansonsten sieht das so gar nicht schlecht aus. Ja, oder? Also ich habe hier schon deutlich mit schlechteren Nachrichten gestanden. Wurde auch jedes Mal dafür, dein Gesicht, du könntest ein bisschen mehr strahlen. Es ist kalt, aber die Sonne scheint. Hallo, das ist mir heute früh eingefroren, das Strahlen im Gesicht. Da geht nichts mehr. Aber sag mal, bleibt das denn jetzt die Woche so? Also blauer Himmel, Temperaturen, okay, es ist halt Frühwinter, aber... oder kommt es wird noch wärmer ja? Und es bleibt sonnig. Okay, aber nicht die ganze schön. Woche. Gut, ne? Ich habe total gute Nachrichten, jetzt fällt es mir auch auf. Ich war gerade aber auch noch mal draußen und habe es überprüft. Tatsächlich strahlend blauer Himmel über Berlin, aber auch echt eiskalt. Richtig klasse ist es gerade in Spanien oder Portugal. In Faro heute lockere 24 Grad, aber dafür regnet es dort morgen. Bei uns nicht. Es läuft eigentlich gerade ganz gut. Im Norden viel, viel Sonnenschein, auch immer mal wieder so ein paar Wolken. Im Nordwesten leider auch ein paar mehr Wolken. In der Mitte Deutschlands muss erstmal der Nebel oder der Hochnebel weg. Im Süden übrigens auch. Der hängt besonders am Bodensee und entlang der Donau ab. Aber die Sonne bahnt sich ihren Weg dadurch durch diese Störenfriede und am Nachmittag ist es dann auch dort ganz schön. Die Wolken vom Erzgebirge runter bis zu den Alpen, die lösen sich am Nachmittag, das verspreche ich Ihnen, auch in Luft auf. Und je nach Sonnenschein steigen die Temperaturen dann zwischen, gut 4 Grad am Alpenrand ist jetzt gar nichts, 0 Grad in den Mittelgebirgen, aber immerhin schon 10 Grad in Berlin, im Moment noch nicht, 11 schaffen wir auch in Hamburg und 12 sogar in Köln. Wie geht's weiter? Alles in Butter bis Donnerstag. Ab morgen wird es ein bisschen wärmer und auch relativ sonnig. Donnerstag, den lasse ich erstmal weg. Mittwoch nämlich auch noch sehr schön sonnig. Erstmal muss aber jedes Mal der Nebel weg. Und Donnerstag kommt dann leider der Regen von Westen wieder um die Ecke. Aber das Ganze bei 17 Grad. Und alle anderen trifft der Regen dann auch